Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ein kleiner Nachtrag erstmal vorneweg zur letzten Folge, glaube ich, war das, wo ich versucht habe, hier oben für die neu errichteten Fabriken die Stromversorgung mittels diesen Bahnhöfen sicherzustellen. Da hatte ich einen kleinen Denkfehler, ich hatte nicht mehr bedacht. Das und noch ein kleiner Einschub vielleicht zwischenrein. Ich habe endlich mal rausgefunden, wie man da hier dieses ganze Menü ausschalten kann. Steuerung und G. War mir auch komplett neu. Über 300 Folgen und ich hatte keine Ahnung. Das seht ihr mal. Also, es ging ja darum, hier die Stromversorgung für, wie gesagt, diese Fabriken hier herzustellen. Das funktioniert ja mit Bahnhöfen, denn allerdings muss man die Bahnhöfe sozusagen mit Reisenden beliefern. Und das funktioniert halt nur, wenn du auch einen Hauptbahnhof in der Nähe hast. Also ich glaube, ein Hauptbahnhof kann 3 oder 4 von den kleineren Bahnhöfen beliefern sozusagen. Also deswegen, das hat noch gefehlt. Und den konnte ich gerade hier noch so reinquetschen. Also das Kraftwerk so ein ganz kleines Stückchen nach rechts versetzt. Und dann hatte ich hier noch genügend Platz, um hier noch einen Hauptbahnhof einzubauen. Und ihr seht ja selbst, die produzieren jetzt sozusagen hier die Passagiere. Und dann werden die praktisch ausgeliefert. Und dadurch entsteht dann der Strom für die umliegenden Gebäude. Also, das funktioniert jetzt auch. Okay, was wollte ich eigentlich machen in dieser Folge? Ich muss mal kurz überlegen. Also ich wollte auf jeden Fall nochmal mit diesen Gebäuden hier ein bisschen was veranstalten, aber nicht unbedingt hier auf der Hauptinsel, sondern eher auf der Insel, die wir hier drüben mal begonnen haben und dann kamen irgendwie 1000 andere Sachen dazwischen. Aber schauen wir mal, ob wir das in der Folge noch unterkriegen, weil da fehlen jetzt auch aktuell einfach hier die Baumaterialien. Die muss ich erstmal wieder ankarren. Fenster und Stahlbeton. Fenster können wir direkt mal schauen. Hatte ich das nicht schon in Gang bekommen? Hatte ich nicht schon irgendwie ein Schiffchen losgeschickt für den Fenstertransport? Ich muss gerade mal schauen, wo befinden sich denn die Luftschiffe eigentlich? Die sind schon auch hier, dümpeln hier irgendwie vor sich hin. La Coquille, der hat hier Bretter am Start. Das hatte sicherlich auch mal irgendwann den tieferen Sinn, vor nicht allzu langer Zeit. Wir laden die auf jeden Fall mal ab, weil wir hier sind nicht genügend Bretter. Irgendwas hatte ich hier nochmal ausgebaut. Es ist also einfach... Ich habe das schon öfter angesprochen. Man kann mal ein bisschen die Übersicht verlieren nach so langer Zeit. Ich lade das auf jeden Fall erstmal aus. Das wird er irgendwie einen Grund gehabt haben. Dann schicke ich den erstmal in die alte Welt. Da kann er sich nämlich dann, also der ist dann, wird zum Fenster Nachschub holen abkommandiert. Der dümpelt gerade hier vor sich hin. Ich nehme an, der sollte eigentlich Stahlträger abholen, aber das, da muss die Produktion auch erstmal noch ein bisschen anlaufen. Wir machen den trotzdem einmal voll und karren die Dinger. Ja, eigentlich auch hier hin. Ja, wobei, da haben wir noch genügend. Und hier haben wir... Ich hab importiert. Okay. Dann ist es eigentlich auch egal. Okay, worum ich mich eigentlich auch noch kümmern wollte, ist die Geschichte mit den Hochhäusern noch ein bisschen weiter vorantreiben. Das hat sich... Verbessert sich langsam, aber sicher. Auch wenn es gerade wieder abnimmt. Aber ich denke, das ist vielleicht nur eine Frage der Zeit. Ich würde eher hier nochmal drauf schauen. Bei dem Einrichtungshaus. Denn ich glaube, wenn man die Kette ganz zurückverfolgt... Da mangelt es erstmal an Farben und Lacken und da wiederum mangelt es an Ethanol. Und da haben wir hier ein kleines Problem mit der Arbeitskraft und dem Rohstoff Holz, wenn mich nicht alles täuscht. Wo sind wir denn? Hier drüben hatte ich irgendwo noch ja letztens eine weitere Ethanolfabrik hingestellt. Okay, Holzversorgung scheint sich aber in der Zwischenzeit zu stabilisiert zu haben. Ich habe das Spiel halt ein bisschen laufen lassen. Okay, das sieht aber wirklich ganz gut aus. Wir hatten ja, glaube ich, auch in der letzten Folge noch weitere Holzfäller angelegt und das quasi mit, also mit den Handelsrouten dann auch so hingefummelt, dass hier das Holz auch hertransportiert wird. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Würde ich sagen. Willy Bibblesock abgelehnt. Vielen Dank. Okay, aber was wir natürlich tatsächlich erstmal machen müssen, ist hier uns ein bisschen um die Arbeitskraft kümmern, was allerdings einfach eine Herausforderung ist aufgrund Platzmangel. Wenn man sich hier in dem Bereich umschaut, naja, mit so ein paar Abrissarbeiten hier drüben zum Beispiel müsste ja noch ein bisschen was gehen. Können wir eigentlich direkt mal versuchen. Also 106 fehlen uns hier. Also das dürften ja nicht allzu viele Häuser sein. Schauen wir mal, ob wir da in akzeptabler Zeit irgendwie ein bisschen was hinbekommen. Also ein bisschen Fläche hätten wir schon hier, aber da müssen wir natürlich noch schauen, dass wir hier einen Straßenanschluss herstellen. Ah, das ist alles so voll gebaut hier. Okay, wir versuchen es mal. Wir reißen hier mal ein bisschen was weg von dem ganzen Dekokram, die ganzen Bäume, die ganzen Wiesen und so weiter. Dadurch sollten wir schon mal ein bisschen Fläche bekommen. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie eine Straße reinbauen können.
denke mal, wenn wir das hier noch wegnehmen, dann können wir auf jeden Fall hier schon mal... hier kommen wir nicht um die Ecke. Und hier ist der Turm im Weg. Das funktioniert also schon mal nicht. Hier kommen wir auch nicht durch. Kommen wir hier irgendwo durch? Das ist ja Wahnsinn. Ne. Ich komme in diesen Bereich einfach nicht rein. Das ist das Problem, seht ihr? Und die brauchen ja irgendwie einen Straßenanschluss. Hier an die Brücken kann ich nicht andocken. Ich komme hier einfach auch... Ich komme hier nirgendwo drüber. Das ist ja Mist. Das ist... Gut, hier würden wir durchkommen. Da müsste ich aber die Hütte hier wegnehmen. Oder eben versetzen. Bringt mir das wirklich was? Na, ich denke schon. Also es... schätzungsweise vielleicht so zwei Häuschen können wir dadurch gewinnen. Schauen wir mal. Wenn wir hier durchgehen. Und dann möglichst platzsparend, wenn es geht. Also hier können wir auf jeden Fall zumindest schon mal ein neues Haus bauen. Und noch ein zweites. Und ein drittes geht auch schon nicht mehr. Das war's schon wieder. Okay, sehr ärgerlich. Ja, das ist halt jetzt so ein bisschen Puzzlespiel. Das ist ja halt auch noch eine relativ große Fläche hier, wenn wir da mal die ganzen Bäume wegnehmen. Das waren ja sowieso irgendwann mal nur Lückenfüller, um auch die Attraktivität in geringem Maße zumindest zu steigern. Aber vielleicht gelingt es uns hier auch noch ein bisschen Platz zu schaffen, wenn wir uns hier eine Straße reinziehen. Können wir zumindest noch mal eins hier hinbauen. Aber auch das war schon wieder, ne? Und ich sehe jetzt auch keine andere Möglichkeit. Na gut, das ist halt jetzt ein bisschen mühsam, die ganze Nummer, aber hilft ja nichts. Schön die Augen offen halten. Ölquellen. Okay, die könnten wir, aber... Moment mal, kann ich die verschieben? Habe ich das... Ja. Okay, das funktioniert schon, weil ich einfach aktuell... Ich habe das schon einmal erforscht. Ich glaube, man muss es tatsächlich jedes Mal neu erforschen quasi, um einmal so ein Ding verschieben zu können. Nicht Angriffspakt mit Willy ist natürlich abgelehnt. Okay, wo schieben wir die hin? Wo sind die anderen Ölquellen? Die waren doch alle hier drüben irgendwo. Ich hatte sie gerade noch. Hier. Na gut, okay, Ölquelle ist halt so groß wie ein Haus. Dementsprechend kriegen wir hier auch keine weitere Ölquelle unter. Könnten sie hier daneben platzieren, aber das würde ich auch gerne noch... Wobei... Ja, hier schon gar nicht so doof. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, aber es ist einfach insgesamt viel zu eng geworden auf dieser Insel. Aber okay, wir verschieben die jetzt trotzdem und packen die hier neben die andere Ölquelle. Dann kriegen wir hier zumindest ein weiteres Haus unter oder gehen hier sogar zwei hin. Ne. Kann ich auf eine der Straßen hier verzichten? Eigentlich auch nicht wirklich, ne? Naja, wobei... Doch, ich glaube schon. Schaut mal, ich glaube, wenn wir das hier so machen... Dann müssen halt alle die hier drüben... Also hier gibt es einfach keine Querverbindung mehr. Die müssen alle außen rum. Aber ist ja kein Problem normalerweise. Dann können wir hier nochmal zwei weitere Häuser platzieren. Ja. Das geht. Das geht. Wie schaut es eigentlich mit der Versorgung aus? Weil es hätte doch jetzt eigentlich schon hier ein bisschen weiter ansteigen müssen, oder? Ist die Versorgung so schlecht? Kann es sein, dass es irgendwie an Grundbedürfnissen mangelt? Gebackene Bananen haben sie doch alle. Moment mal, nehmen wir doch mal... Zufriedenheit, Kirche, okay, ist jetzt zu vernachlässigen, aber hier Grundbedürfnisse sind schon gestillt und bei den Obreros auch. Das dauert einfach nur einen Moment. Naja gut, wir brauchen halt... Also, ja gut. Wir brauchen ja eigentlich 10 Häuser, kann das sein? Ich glaube, eins von den kleinen Häusern, ja, die fassen ja gerade mal 10 Stück. Es ist eine Herausforderung. Und ich habe auch, ich hatte mir das schon mal angesehen hier drüben, Stichwort Auslagerung, aber das ist halt einfach echt eine Mammutaufgabe. Also wenn, dann muss ich mir halt einen Produktionszweig herausgreifen, wenn ich da überhaupt mal Land sehen möchte. Aber das ist halt schon auch irgendwie eine verfahrene Situation. Ne? Das müsste ich fast, also da brauche ich mal einen Tag, wo ich wirklich top motiviert bin, genau sowas zu machen. Und dann aber off-camera und vielleicht einen Zeitraffer draus machen. Aber das ist, also in so einer Standardfolge ist mir das echt ein bisschen zu viel des Guten, wenn ich ganz ehrlich bin. Man kann natürlich, also wo wir dann zeitnah, glaube ich, ein bisschen Platz sparen können, das sind die Holzfäller, weil da habe ich jetzt einiges ausgelagert oder zumindest mal die Anzahl der Holzfäller auf anderen Inseln erhöht.
Das wäre ein Ansatzpunkt. Dann kriegen wir hier drüben vielleicht noch ein bisschen Platz und können insgesamt noch mal ein bisschen mehr von der Produktion, zumindest aus diesen Bereichen, wo ich noch Möglichkeiten hätte, auch die Stadt zu erweitern, halt zu verlagern. Also zum Beispiel von hier nach da, wenn ihr hoffentlich wisst, was ich meine. Aber ansonsten würde ich jetzt tatsächlich einfach nochmal hier die ganze Insellandschaft durchgehen und schauen, wo wir irgendwie noch Häuser hinquetschen können. Also jeden Flecken müssen wir da einfach nutzen. Hier vielleicht. Ginge das? Schwer zu sagen. Reißen wir gerade mal die Bäume weg. Können wir nachher alles wieder aufforsten. Kriegen wir da noch was unter? Ne, keine Chance. Wenn wir irgendwas versetzen. Nee. Nee, nee, das bringt alles gar nichts. Das ist schon... Der Bereich ist zugebaut. Hier waren wir gerade schon. Auch hier sehe ich keine Möglichkeit. Können wir das vielleicht... Nee, geht auch nicht. Wir können es auch nicht nach oben weg verschieben. Dass wir hier in der Mitte noch ein bisschen Platz kriegen. Aber es geht auch nicht. Haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Boah. Schwierig. Ja. Oder aber, okay, also wir gehen jetzt, wir bleiben mal bei der Sache und ich gehe das jetzt hier schon einmal durch und schaue, ob wir noch irgendwo vielleicht am Stadtrand ein bisschen was hinquetschen können. Hier zum Beispiel. Aber da kriegen wir keine, also hier in dem Bereich, aber da kriegen wir, glaube ich, keine Straße hin, oder? Da kommen wir gerade so nicht außenrum, hier zum Beispiel. War jetzt gerade die Überlegung, hier so hintenrum eine Straße hinzuziehen und hier ein Haus hinzustellen. Geht aber auch nicht. Da sind wir quasi schon hier direkt am Rande des Berges. Aber was wir uns natürlich auch noch anschauen können, um einfach die Gesamtzahl zu erhöhen, auf die anderen Inseln gehen. Also ich habe ja ein paar Ortschaften zumindest auf anderen Inseln, dass wir die jetzt noch ein bisschen ausbauen. Hier, da kommen wir auch nicht mehr mit einer Straße hin, oder? Wird nicht funktionieren. Da kommen wir nicht rum. Hier kommen wir nicht durch. Also ist der Platz hier eigentlich auch ziemlich verschenkt. Haben wir hier noch eine Lücke eigentlich? Moment mal. Okay, hier wäre quasi noch eine Linie frei. Könnten wir den ganzen Kram eins nach oben versetzen, dann würden wir... Ah, wahrscheinlich funktioniert das auch nicht. Scheiße. Entschuldigung. Ich versuche es mal, wenn es das irgendwas bringt hier. Da muss man jetzt echt wirklich um jeden Zentimeter einfach kämpfen hier. Aber den kriegen wir jetzt nicht... Ja, den kriegen wir nicht versetzt. Aber, Moment mal. Moment mal, das müsste doch gehen. Wenn wir hier so ein bisschen Tetris spielen, sozusagen. Den packen wir mal hier rüber. Den setzen wir hier hin. Okay, das geht schon mal. Dann können wir den hier hinsetzen und haben zumindest, können wir dann, kommen wir in diesen Bereich und das gibt uns mindestens ein Häuschen, ein weiteres. Und vielleicht sogar, hier müsste doch noch eins hingehen, oder? Nein. Ah, schade, schade, schade. Das ist genau dieser Fleck hier, glaube ich, ne? Der ist blockiert. Da kann man nicht drauf bauen. Der ist am Strand. Aber vielleicht als Notlösung. So, okay. Dann haben die alle noch einen Straßenanschluss. Okay, okay, okay. Na, es geht schon. Es ist halt sehr kleinteilig jetzt, was wir hier machen. Hier ist die Straße im Weg. Gut, wird er, aber es wird so nichts bringen. Nee, nee, nee. Schade. Da ist nämlich auch relativ viel Platz verschwendet, aber das kriegen wir nicht anders hin. Dann hier vielleicht. Können wir da noch ein Häuschen hinquetschen? Wenn wir den hier wegnehmen. Geht das? Ah, scheiße. Die Straße brauchen wir hier, glaube ich, schon. Den nehmen wir mal weg. Das nehmen wir weg. Das nehmen wir weg. Das wird doch funktionieren, oder? Nein. Zu nah am Strand. Geht nicht. Nee, keine Chance. Boah. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist aber Blödsinn hier, oder? Den können wir doch wegnehmen. Dann machen wir uns hier nochmal... Moment. Da müsste doch noch ein Häuschen anpassen, oder nicht? Ja, klar. Das geht. Die Straße hier wieder zusammensetzen, wobei das gar nicht notwendig wäre, glaube ich, aber ja, so geht's dann schon. Das ist wahrscheinlich auch wieder zu nah am Strand, dieser hier. Weil die Straße können wir hier schon wegnehmen. Ich versuche es einfach mal schnell. Ich
fürchte, dass es auch... Doch, funktioniert. Sehr gut. Dann müssen wir hier nur noch ein Stückchen Straße wieder reinziehen, damit die hier auch einen Straßenanschluss haben. Na, hallo? Wo ist die Straße? Ah, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Der Baudingens hier ist blockiert. Ah. Das war wohl doch nicht nur Matsch. Und somit haben die hier keinen Straßenanschluss. Dann kann ich mir die Hütte auch sparen, weil das macht ja dann keinen Unterschied. Ja, ziehen wir die Straße hier halt wieder rein. Okay. Bisschen ärgerlich. Aber nur so ein bisschen. Mhm, aber das Licht, es wird. Ist halt jetzt ein bisschen mühsam, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Das müssen wir jetzt. Moment mal, was haben wir denn hier eigentlich? Können wir die nicht versetzen? Brauchen wir denn zwingend diese Lagerhalle hier? Hier drüben steht ja auch eine. Ich glaube, auf eine können wir schon verzichten. Wenn wir den vielleicht noch eins aufwerten. Brauchen wir diese Straße hier eigentlich, frage ich mich gerade. Ist die zwingend notwendig? Ich glaube nicht. Dann müssen sie halt auch hier außen rum. Ist halt ein bisschen mühsam, aber meine Güte. Nur ich fürchte, dieser Bauabschnitt, dieser Bereich ist Na, das würde funktionieren. Dann würden wir hier zwei Häuser hinkriegen. Wenn wir das Lagerhaus versetzen oder sogar abreißen, hätten wir hier sogar noch ein bisschen mehr Platz, oder? Versuchen wir mal. Das ist doch auch nur Dekokram hier, oder? Ja, Dekoration muss jetzt einfach dran glauben, das hilft alles nichts. Das mal, den kriegen wir doch hier noch versetzt. Wenn wir das hier noch wegnehmen, dann packen wir den mal hier rüber. Und dann schauen wir mal. Ah, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Nehmen wir die Bäume weg. Leroy-Haus, den setzen wir hier hin. Da kriegen wir auch noch einen hin. Kriegt der? Ja, der hat einen Straßenanschluss. Das passt eigentlich. Ja, wunderbar. Und die hier hinten. Ah, hier kann ich keine Straße reinbauen, oder wie? Das geht nicht. Scheiße, da haben die hier keinen Straßenanschluss, ne? Ne. Aber so geht's. Okay, so geht's. Nehmen wir die Straße hier wieder weg. Versetzen wir den um eins nach rechts und ziehen hier den Feldweg rein. Bingo. Na, wird schon. Es lichtet sich doch. Bin ich schon ein bisschen zuversichtlicher jetzt. Okay, aber ich glaube, in der Ecke ist jetzt nicht mehr allzu viel zu holen. Haben noch Ziegel übrig. Können wir hier ein bisschen aufwerten, zumindest hier rund um den Marktplatz und das Lagerhaus. Okay, und dann können wir gleich natürlich nochmal zu den anderen Inseln schauen. Ja, das wäre natürlich noch eine gute Maßnahme. Ich gehe mal direkt zur Forschung, damit wir diese Ölquellen hier vielleicht noch verschieben können. Oder kann man die auch abreißen stattdessen? Geht wahrscheinlich nicht, ne? Das wird nicht funktionieren. Die kann man nur versetzen. Das wäre schon auch noch eine ganz gute Maßnahme. Auf jeden Fall mal ganz kurz hier rüber springen nach Crown Falls und zum Institut. Forschungsinstitut aufsuchen. Was haben wir denn? Wo war denn das nochmal einsortiert? Hier? Nein, zurück. Wo war das denn nochmal? Das ist... Moment. Das muss doch hier sein. Ah, hier, Naturbeherrschung ist es, genau. Ölquelle verschieben, einmal entwickeln, bitte. So, und dann sind die Punkte eh schon wieder dahin. Das ist halt der Nachteil, ne? Dass jedes Mal, also wenn man noch mehr Ölquellen verschieben möchte, kostet das, glaube ich, auch jedes Mal ein bisschen mehr. Dauert wahrscheinlich auch jedes Mal ein bisschen länger, aber macht nichts. Das kann von mir so auch ein bisschen dauern. Ja, passt schon. Zurück nach Neugiesing. So, das sieht schon deutlich besser aus. Dann kann man auch bald dazu übergehen, hier Obrero-Häuser aufzuwerten. Also auf Obrero-Häuser aufwerten, ihr wisst schon. Hier frage ich mich auch gerade, kriegen wir da nicht auch noch irgendwie eins reingequetscht? Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Die Straße ist doch eigentlich nur die Anbindung für die Goldmine. Und die können ja wahrscheinlich auch außen rumfahren, oder? Da müssten wir doch eigentlich in der Lage sein, das hier wegzunehmen. Ja, klar geht das. Und den können... Ah, da geht ja noch einer. Schaut mal her. Da können wir auch noch eins
hinzimmern. So. Und der muss halt jetzt hier außen rum mit seinem Karren, wenn er zum Lagerhaus will. Aber ist ja kein Problem. Ja, sehr gut. Was haben wir hier? Ah, ist vielleicht zu nah hier quasi an der Stallküste, oder? Ja, das wird nicht funktionieren. Da kann man nichts hinbauen. Hier geht auch nichts mehr. Da auch nicht. Okay, aber das ist schon mal gar nicht so schlecht. Da haben wir schon einiges gewonnen. Dann schauen wir mal, wo haben wir denn noch eine Siedlung? Ich glaube hier. Ja, ja. Sind die versorgt? Soweit, so gut. Ja. Ach ja, easy. Okay, dann bauen wir halt. Ich meine, hier drüben haben wir natürlich diese ganzen Baumschulgeschichten. Die sollen auch möglichst die maximale Fläche nutzen können. Aber da kriegen wir schon noch was runter. Hier im Hafenbereich locker. Und hier müsste eigentlich auch noch was hingehen. Hier diesen ganzen Uferbereich können wir doch auch noch voll bauen. Das ist doch... Ja, locker geht das, oder? Ja. Ratatatatat. Bis ganz hinter. Und da setzen wir auch noch einen hin. Sehr gut. Ausgezeichnet. Und die bleiben auch alle auf Jornalero-Level hier natürlich. Da muss ich die nicht mit dem ganzen anderen Kram versorgen. Ich meine, ich denke, die Grundversorgung werden wir hier schon gewährleisten können. Ziehen wir noch ein paar weitere hoch. Kommen wir hier noch hin? Also mit der ganzen anderen Versorgung, mit den Gebäuden und so weiter? Schauen wir mal. Ah, hier können wir auch noch idealerweise eine Straße andocken. Hier können wir noch ein bisschen weiter nach rechts gehen. Schauen wir mal, haben die noch Anbindungen? Haben sie. Zufriedenheit, Kirche haben sie auch. Okay. Ja, passt soweit. Manchmal ist es ein bisschen mühsam, aber... So, die haben jetzt keine Marktplatzanbindung mehr, oder? Das ist der Marktplatz. Nur müssten sie aber haben. Okay, passt. Marktplatzanbindung, schauen wir nochmal. Ja, der deckt ja bis hier drüben ab. Sieht das richtig? Ich glaube schon. Bis hier hinter reicht er auf jeden Fall. Ja, gut, das reicht ja für den Anfang, oder? Da haben wir auch, also auf jeden Fall noch jede Menge Platz. Das kriegen wir, das können wir noch zur Not vollbauen hier, den ganzen Bereich. Ja, easy. Easy. Gut. Dann gehen wir hier nochmal zurück. Und dann können wir anfangen aufzuwerten. Ausbauen. Wo haben wir denn möglichst zentral gelegen? Noch ein paar von den Jornaliero-Häusern. Moment mal, was ist das denn eigentlich? Das ist ja der Marktplatz. Den kann ich ausbauen? Ausbauen? Hä? Das ist mir aber auch neu. Ach, schau mal an. Was ist denn jetzt los? Aber das ist hoffentlich... Jetzt wird mir hier nichts mehr angezeigt. Aber es ist hoffentlich immer noch ein Marktplatz. Ich gehe davon aus. Ich schätze mal, das kommt durch irgendeine Mod, oder? Das kommt wahrscheinlich durch diese City Ornaments Mod. Ich glaube, da ist nämlich ein anderer Marktplatz mit einsortiert. Ach, schau an. Ja, ja, so muss es sein. Cool. Naja, solange der die gleiche Funktionalität hat, ist das ja nicht so verkehrt. Nett. Fügt sich gut ein. Schön. So, wo waren wir? Völlig die Orientierung verloren. Wo war ich denn gerade? Ausbauen. So, okay. Mhm, genau. Hier. Ah, den kann ich jetzt wahrscheinlich auch wieder... Okay, das kostet mich halt jetzt Baumaterialien. Aber den könnte ich wahrscheinlich jetzt quasi wieder zurückbauen. Sehe ich das richtig? Wir versuchen es einfach mal. Nee, jetzt hat er nochmal eine ganz andere Form bekommen. Okay, es gibt einfach verschiedenste Varianten. Moment mal. Stehen mir die auch zur Verfügung, wenn ich einen ganz normalen Marktplatz baue? Marktplatz, das ist der Standard quasi. Wo sieht man es denn ein bisschen besser? Ja, kann man glaube ich schon erkennen. Und dann Steuerung V, glaube ich, kann man ja die Varianten normalerweise wechseln. Aber das geht nicht. Okay, da tut sich nichts. Na gut, dann kann man die wahrscheinlich nur im Nachhinein ändern. Aber ist ja auch cool. Cool. Nettes kleines Detail. Okay, gut. Wir wollen aber Jornaliero-Häuser aufwerten. Dann machen wir hier mal zwei. Wo haben wir denn noch irgendwas möglichst
sagen wir mal, zentral gelegen ist. Hier vielleicht mal noch ein bisschen was. Ja. Okay, das sollte erstmal genügen. Dann sind wir hier wieder auf jeden Fall auf dem grünen Zweig. Die sind jetzt vielleicht nicht mehr mit allen Sondergebäuden ausgestattet. Boxarena ist zum Beispiel ein Stückchen zu weit entfernt, aber das kann man ja vernachlässigen. Im Großen und Ganzen sollte das schon noch funktionieren hier. Kirche ist ein bisschen zu weit weg, okay. Kirche, die ist eh ziemlich klein, glaube ich. Da können wir vielleicht tatsächlich noch eine reinquetschen. Wo haben wir denn die Kirche? Müsste doch ein Obrero-Gebäude sein, oder nicht? Oder ist es doch hier einsortiert? I don't see the church. Da ist die Church. Kapelle. Ja, na doch nicht. Ist doch ein bisschen größer als ein Wohnhaus, ne? Können wir die Straße hier wegnehmen? Ne, die können wir nicht wegnehmen. Die können wir auch nicht wegnehmen. Hier hinten bringt das natürlich auch nichts. Nein, ist nicht so wichtig. Ah, Moment mal, aber das können wir ja... Wenn wir das hier wegnehmen... Weil hier der Pendlerkai müsste ja seinen Straßenanschluss noch hier unten an der Ecke haben. Ja, ich glaube schon. Das sollte passen. Und ich glaube, dass hier genauso eine Kirche hinpasst. Also eine Kapelle. Baumenü. Kapelle. Nein. Das ist noch ein Weg. Oh. Ist tatsächlich blockiert. Zu nah hier wahrscheinlich am Strand. Okay. Ah, wär schön gewesen. Außer natürlich vielleicht... Ah, okay, es ist wirklich nur das Stückchen hier drüben. Ah, wir tüfteln. Wenn wir den drehen... Ist da noch der Baum im Weg, glaube ich. Kapelle. Drehen, ja. Ja, wunderbar. So, dann sind die nämlich auch happy hier. Bis auf die Boxkampfarena, aber... Ja, meine Güte. Müssen sie halt auf ihren... Auf die zur Schau gestellte Gewalt verzichten. Okay, passt erstmal. Dann haben wir ziemlich viele Bäume gefällt. Ich würde einmal noch großzügig mit diesem Baumpinsel drüber gehen. Wo war das denn nochmal? Das ist eher hier, glaube ich, oder? Hier, Regenwald, Vegetation, Palmen, Urwaldbäume. Dass wir hier einmal noch ein bisschen drüber gehen, wo halt noch Platz ist. Geht da noch was? Ich habe ziemlich viele Bäume weggerissen. Gehen wir einfach einmal großzügig hier drüber. Ziehen hier mal so einen Rahmen. Deine Berühmtheit ist gerade angekommen. Einfach um ein bisschen aufzuforsten. Erhöht ja auch die Lebensqualität. Ein bisschen mehr Grünanlagen. Wen haben wir hier? Hans Klein, der alte Großvater Zeit. Was kann der? Produktivität plus 50 für die Uhrenwerkstatt. Ah, schon nicht schlecht. Zusätzlich Waren. Den lassen wir mal rein. Nochmal drüber schauen. Hier drüben ziehen wir nochmal so ein bisschen die Bäumchen. Zeitung, was sagt die Zeitung? Destillatsknappheit. Mangel an Schnaps, das ist ja furchtbar. Welche Insel ist denn betroffen? Steht nicht dabei, ne? Sträksund, okay, da, die werden es überleben. Einsatz verschlafen? Was ist das denn? Ach, das ist, glaube ich, die Nummer, dass ich halt jetzt hier die Aufgabe vom Wittelsorg abgelehnt habe, oder? Kann das sein? Versucht zu helfen, macht die Dinge aber nur noch schlimmer. Zusagen sind schön und gut. Aber da muss man sich auch daran halten. Ich habe ihm doch gar nicht zugesagt. Oder worum geht's hier? Ach, keine Ahnung. Öffentlich. So. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen was aufforsten? Ja, ist halt auch einfach kein Platz mehr. Naja, gut, passt schon. Ich denke, dann haben wir jetzt zumindest mal das Gröbste erledigt. Schauen wir gerade nochmal, wie es bei der Ethanolproduktion aussieht. Die scheint gut zu laufen. Holz haben wir mehr als genug. Ach, Quatsch. Ah doch, nee, stimmt schon. Holz haben wir mehr als genug. Jetzt scheint tatsächlich dann eher... Nee, Maismangel kann auch nicht sein. Ich glaube, es liegt eher daran... fehlende Waren... Wenn die Lagerhäuser überlastet sind, und das, die sind ja fast alle überlastet, aber das ist ja eigentlich nur der Abtransport der fertigen Waren. Der Antransport, also wo die sich halt ihre Rohstoffe holen, das machen die ja selber. Und hier ist auch der Karren unterwegs. Also ist das jetzt einfach nur so ein kleiner Engpass,
Weil der hier ein bisschen länger braucht wahrscheinlich, oder? Aber ansonsten, also ich glaube, Rohstoffe sind erstmal genügend vorhanden für die Produktion. Hier kann man die Straße nochmal schnell aufwerten. Dann läuft es auch wieder ein bisschen schneller alles. Okay, aber ich denke, das passt schon erstmal soweit. Schauen wir mal. Nach Crown Falls. Ob sich hier vielleicht schon was getan hat. Wahrscheinlich nicht. Nee. Okay, schauen wir mal grundsätzlich kurz nochmal ins Inventar. Wie schaut es denn aus? Ist jetzt hier schon ein bisschen Ethanol eingelagert? Oder ist da noch tote Hose? Wo ist denn das Ethanol? Müsste doch hier, okay. Es ist also noch nichts angekommen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Weil davon hängt halt die Produktion der Lacke und Farben ab, die wir hier haben. Na schön, aber gut. Das wird sich alles, glaube ich, noch lösen lassen. Das soll es für heute allerdings auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.